Professor Richter, was ist eigentlich ein Tarifvertrag? Haben wir schon oft jetzt angesprochen, aber wir möchten doch nochmal da was zu hören. Der Tarifvertrag ist schon eine ganz große Besonderheit, gerade in Deutschland. Das Tarifvertragssystem ist sehr, sehr ausgebildet und wir werden hier die Grundlagen mal kennenlernen. Ich werde Ihnen 11 Merkmale des Tarifvertrags zeigen. Der Tarifvertrag ist von der Definition eine Vereinbarung über kollektiv für eine Vielzahl von Betrieben einer Branche betreffende arbeitsrechtliche Inhalte. Seine gesetzliche Grundlage findet er im Tarifvertragsgesetz und darüber hinaus noch immer in einzelnen arbeitsrechtlichen Gesetzen. Da steht dann immer drin, immer Bezugnahme auf Tarifvertrag sowieso. Abzugrenzen ist er von einer Betriebsvereinbarung, die vom Betriebsrat und dem Arbeitgeber abgeschlossen wird und nur für den Betriebsteil gilt. Und ist allerdings wie die Betriebsvereinbarung auch schriftlich entsprechend abzuschließen. Und vielfach hat man auch im Arbeitsvertrag einen Hinweis auf einen Tarifvertrag. Das heißt, der Arbeitsvertrag ist nur ganz kurz und verweist zum Beispiel im Hintergrund auf einen TVÖD, also einen Tarifvertrag im öffentlichen Dienst. Und das heißt, dann gilt der Arbeitsvertrag mit dem Hinweis allerdings, dass dann auch noch zusätzlich die Regelung des Tarifvertrags gelten. Inhaltlich haben im Tarifvertrag ganz viele Rechte und Pflichten der Tarifvertragsparteien, also Arbeitgeber verpflichten sich hier zu was und die Arbeitnehmerverbände verpflichten sich dazu, die Gewerkschaften, dass die Gewerkschaftsmitglieder, die Arbeitnehmer also, dem dann auch folgen. Und hier geht es zum Beispiel auch um Rechtsnormen, die den Inhalt, Abschluss und Beendigung von Arbeitsverhältnissen und auch betriebliche und betriebsverfassungsrechtliche Fragen werden dort auch manchmal für eine ganze Branche geklärt. Der Arbeitgeberverband und die Arbeitnehmerverbände sind grundsätzlich die abschließenden, also Innungen zum Beispiel und Gewerkschaften. Aber es gibt auch Ausnahmen, zum Beispiel kann auch mal eine Firma einen hauseigenen Firmentarifvertrag mit den Gewerkschaften vereinbaren. Bei den Tarifverträgen muss man immer unterscheiden, ob der Tarifvertrag wirklich für ein Arbeitsverhältnis gilt, denn er kann schon abgelaufen sein, er kann räumlich vielleicht nicht in Ihrem Bereich gelten. Also wir haben Tarifverträge, die manchmal nur für ein Bundesland gelten. Oder auch nur für Teile eines Bundeslandes. Man muss gucken, ob diese tatsächlich in ihrem Betrieb die entsprechenden, also für bestimmte Branchen, man kann das entweder Branchen oder betrieblichen Geltungsbereich bezeichnen, so fürs Friseurhandwerk oder fürs Schreinerhandwerk oder sowas. Dann muss es ein fachlicher Geltungsbereich sein. Das heißt, es muss, wenn es zum Beispiel ein Weihnachtsgeldtarifvertrag ist, muss es in Ihrer Frage um den Weihnachtsgeld gerade gehen, denn nur darum sind dort Regelungen drin. Und dann haben wir noch einen persönlichen Geltungsbereich. Das heißt, es gibt Tarifverträge nur für Auszubildende, nur für Leitende, für Vorarbeiter oder nur für Gewerbliche oder so. Ne? Muss man ein bisschen gucken. Und bei den wenn Sie also einen zeitlich, räumlich, betrieblich, branchenmäßig und persönlichen Geltungsbereich haben, selbst dann muss ein Tarifvertrag nicht unbedingt gelten. Ein Tarifvertrag gilt grundsätzlich nur, wenn Sie Mitglied der entsprechenden Verbände sind. Also der Arbeitgeber muss im Arbeitgeberverband sein und der Arbeitnehmer in der jeweiligen Gewerkschaft. Davon gibt es Ausnahmen und zwar haben wir zum Beispiel die erste Ausnahme, kann allgemeinverbindlich sein. Oder im Arbeitsvertrag kann er vereinbart sein, dass er gelten soll. Oder wir haben eine betriebliche Übung, die sagt einfach, das galt schon immer dieser Tarifvertrag bei uns. Genauso wie bei einer Betriebsvereinbarung führt ein Wegfall eines Tarifvertrages, zum Beispiel durch Ablauf oder durch Kündigung, nicht dadurch, dass alle Regelungen dann weg sind und der Arbeitnehmer fällt dann wieder auf das geringe Niveau von vor 30 Jahren, wo da vielleicht mal abgeschlossen war, der Tarifvertrag, sondern trotz zum Beispiel Ablauf oder Austritt aus einem Verband, gelten diese Wirkungen weiter, gilt also der Inhalt weiter, also die sogenannte Nachwirkung. Dadurch ist der Arbeitnehmer letztlich geschützt. Wir haben dann noch die UT-Mitgliedschaft, das ist etwas Besonderes, ohne Tarifmitgliedschaft. Man kann tatsächlich im Arbeitgeberverband sein, ohne dass der vom Verband ausgehandelte Tarifvertrag im Unternehmen Geltung hat. Man möchte also nicht ganz allein sein als Arbeitgeber, möchte das also weiterhin die Beratung vom Arbeitgeberverband haben, aber sagt, ich möchte deine Tarifverträge nicht haben. Ne? Also das hier ist eine besondere Ausnahme hier, werden wir dann gleich zu noch was zu sagen. Die Bedeutung des Tarifvertrags ist schwindend. Natürlich kostet der Verbandsbeitrag immer was. Ein Tarifvertrag führt zu Rechtssicherheit und auch zu Betriebsfrieden, weil ist alles im Tarifvertrag drin geregelt. Aber man muss weniger mit den Betriebsräten verhandeln und es kommt auch in der Branche zu weniger Wettbewerbsverzerrung, weil alle ungefähr den gleichen Urlaub haben, den gleichen Löhnen und so.
aber die Bedeutung lässt in den letzten Jahren nach, weil wir natürlich durch internationale Firmen auch viel regiert werden und die haben manchmal, bringen auch manche neue Arbeitsbedingungen mit rein, die aber im Tarifvertrag nicht drinstehen. Und zweitens auch die Organisationsgrad von den Arbeitgeberverbänden, also dass man wirklich Verbandsmitglied ist und dass man zum Beispiel auch Gewerkschaftsmitglied ist, lässt immer mehr nach, weil die verhandeln das alles immer mehr einzeln. Tarifverträge findet man natürlich im Internet nicht so viele, weil das wollen die Gewerkschaften ja nur rausgeben und die Verbände auch nur, wenn sie Mitglied sind. Denn die haben das ja mit Schweiß und Arbeit und dort haben die das ja richtig hier sozusagen verhandelt. Und von daher haben viele auch gesagt, wir geben das nur raus, wenn sie Mitglied sind. Trotzdem findet man im Internet so ein paar Tarifverträge, zum Beispiel auf den Anwaltsseiten. Genau, das waren die 11 wichtigsten Merkmale zum Tarifvertrag und jetzt gucken wir mal zu den Details. Ja, wir haben zum Beispiel hier wieder einen Modellunternehmer, Arbeitnehmer A, kann es nicht fassen, da streiken Arbeitskollegen schon seit Wochen, um einen Tarifvertrag abzuschließen und das hängt auch zusammen mit Tarifvertragsrecht. Kurz, Schweinsgalopp mal durchs Tarifvertragsrecht. Wo ist der Tarifvertrag geregelt? Wie ist er strukturiert? Wer unterschreibt ihn? Und wie sieht es zum Beispiel aus, wenn wir vermögenswirksame Leistungen zahlen und der Arbeitgeber gehört zum Arbeitgeberverband, aber nur ein Mitarbeiter aus der 100-köpfigen Belegschaft gehört zur Gewerkschaft, die den Tarifvertrag unterzeichnet hat und haben dann zum Beispiel die nicht organisierten 99 Arbeitnehmer auch einen Rechtsanspruch auf diese Leistung, obwohl der Tarifvertrag nur der sieht die vermögenswirksamen zusätzlichen Zahlungen des Arbeitgebers vor. Und was gilt, wenn mit den 99 nicht organisierten vereinbart wurde im Arbeitsvertrag, dass sie die Hälfte der zusätzlichen Zahlungen bekommen? Kann man durchaus dort aus dem Verband den Tarifvertrag beenden? Welche praktische Bedeutung hat halt noch ein Tarifvertrag? Und wo findet man im Internet Hinweise? Ja, arbeiten wir das mal kurz ab. Nun, zunächst begrifflich ist ja im Tarifvertragsgesetz geregelt. Und da steht einfach drin, dass die Tarifvertragsparteien eben über diese Arbeitsverhältnisse was vereinbart haben, aber auch über den Betrieb und betriebsverfassungsrechtliche Fragen. Das heißt, der Tarifvertrag ist in dem eigentlich sehr kurzen Tarifvertragsgesetz geregelt, aber es finden sich auch immer noch Hinweise auf Tarifvertragsregelung in anderen Gesetzen, zum Beispiel zur Abgrenzung in § 77 Absatz 3 Betriebsverfassungsgesetz. Der Tarifvertrag muss sowieso abgegrenzt werden zur Betriebsvereinbarung, die ja nur in Betriebsteilen gilt und eben vom Betriebsrat eben abgeschlossen wird und der Tarifvertrag, der für eine ganze Branche gilt, mit Ausnahme zum Beispiel ein Firmentarifvertrag, zum Beispiel Siemens hat für seine ganzen Betriebsteile oftmals nur einen Tarifvertrag mit einer Gewerkschaft abgeschlossen. Das gilt dann für alle Siemens Betriebe sozusagen. Das Verfahren ist natürlich alles sehr formalisiert und das bedeutet natürlich auch, dass der Tarifvertrag schriftlich abgeschlossen werden muss und auch auf ihn hingewiesen werden muss in den Nachweisen. Ein Aufbau ist grundsätzlich nicht vorgesehen, aber man unterscheidet hier so normative und obligatorische Teil. Also normativer Teil regelt die Rechtsverhältnisse der von diesem Tarifvertrag umfassten Einzelarbeitsverhältnisse, zum Beispiel Löhne und Gehälter und so weiter. Und auch kollektivarbeitsrechtliche Beziehungen, also zum Betriebsrat. Und dann haben wir noch so einen obligatorischen Teil, das sind die Rechtsbeziehungen der Tarifvertragsparteien untereinander. Zum Beispiel Dauer der Geltung des Tarifvertrages, Durchführungspflichten und auch die Friedenspflicht, wie lange man also nicht streiken darf, nachdem ein Tarifvertrag hier ausgelaufen ist. Denn der Streik gehört auch mit dazu, denn der Streik ist sozusagen die Möglichkeit der Arbeitnehmer und der Gewerkschaften, dass wieder weiter verhandelt wird und ein Anschlusstarifvertrag gemacht wird, wenn der andere ausgelaufen ist, also zu Ende ist. Ja, wir haben jetzt noch ein paar Einzelfragen. Zum Struktur habe ich hier noch ein bisschen was hingegeben, wie man das so aufbauen könnte. Die Parteien sind grundsätzlich Arbeitgeberverbände, im Handwerk zum Beispiel die Innungen und Arbeitnehmerverbände, die kennt man so im Sprachgebrauch, nennt man die Gewerkschaft. Und die haben dann auch ein grundgesetzliches Recht hier, das sowas zu machen, das ist die sogenannte Vereinigungsfreiheit. Das ist in 9 Absatz 3, den versteht man kaum, wenn man nicht ein bisschen Tarifvertragsrecht kennt. Also das Recht zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen, Vereinigung zu bilden, ist für jedermann, für alle Berufe gewährleistet. Ne? Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen, das macht man, man fördert das durch Tarifverträge. Gibt es auch eine Gewerkschaft
Gewerkschaft oder nicht Gewerkschaft, das ist manchmal das Problem. Zum Beispiel, manche Gewerkschaften wurden einfach gegründet, und zwar von den Arbeitgebern. Die Arbeitgeber haben gesagt, hör mal, wir gründen mal eine eigene Gewerkschaft hier und mit der machen wir einen Tarifvertrag und der gilt dann. Und das ist aber, wird in manchen Urteilen als nicht tariffähige Gewerkschaft qualifiziert. Und zwar, sie müssen gegnerunabhängig sein. Also es darf nicht ein Arbeitgeber sich selbst eine Gewerkschaft gründen, mit der dann einen Vertrag machen, einen Tarifvertrag, der natürlich meistens arbeitgeberfreundlich ist. Also muss man gucken, ne? Der Tarifvertrag gilt ansonsten, und da haben wir verschiedene Aspekte. Man muss wirklich gucken, ob der zeitlich noch gilt, ob der in Ihrem Bundesland gilt, ob der in Ihrem sozusagen Branche oder auch Betriebsart gilt, wenn Sie hier im öffentlichen Dienst sind. Da muss man genau gucken, gehören Sie zum öffentlichen Dienst, ob das auch fachlich sozusagen das, was Sie gerade wissen wollen, Lohn, es steht da im Lohntarifvertrag, im Rahmentarifvertrag, den Kündigungsfrist drin, das muss sozusagen, Ihre Rechtsfrage muss dort fachlich passen und persönlich, er muss also auch für Ihren Personenkreis, wenn Sie Lehrling sind, muss das halt, müssen Sie halt Lehrlingstarifvertrag haben oder der Tarifvertrag steht auch drin, gilt auch für Lehrlinge. Zusätzlich, zweite wichtige Voraussetzung ist aber neben dem Geltungsbereich, ist auch eine Tarifbindung. Und die ist immer ein bisschen kompliziert. Und zwar grundsätzlich ist ein Tarifvertrag ja nur dafür da, dass er sozusagen kollektiv über den Betrieb hinaus Arbeitsbedingungen regelt. Ja, jetzt kommt der Arbeitgeber und sagt, ja, passen Sie mal auf hier, ich mache doch meine Arbeitsvertragsbedingungen selber. Ich befahre das selbst mit meinen Arbeitnehmern. Wie kommen Sie dazu, dass hier ein Tarifvertrag für mich gilt? Genau, ein Tarifvertrag gilt eigentlich nur für den Arbeitnehmer und den Arbeitgeber, wenn beide ihr Recht auf Verhandeln mit dem einzelnen Arbeitnehmer oder mit dem Arbeitgeber abgegeben haben. Das macht man rein praktisch so, so müsste man sich das vorstellen. Man tritt als Arbeitgeber, tritt man dem Arbeitgeberverband bei und sagt, ich akzeptiere alle Tarifverträge, die du abschließt. Und als Arbeitnehmer tritt man dem Gewerkschaft bei und sagt, ich akzeptiere alles, was du jetzt dort vereinbarst. Ich gebe dir die Vertretungsmacht für den Abschluss eines Tarifvertrages. Und nur wenn Sie also sozusagen beigetreten sind, jeweils Ihren Tarifvertrag schließenden Organisation, nur dann gilt der Tarifvertrag ja auch für Sie. Weil nur dann hat jeder Arbeitnehmer und Arbeitgeber die Vertretungsmacht diesen Gewerkschaften beziehungsweise den Arbeitgeberverbänden gegeben. Und nur dann ist es wirklich so, dass das der Vertrag für Sie gilt. Das ist wie im normalen Zivilrecht. Das steht in § 3 Absatz 1 in einem lapidaren Satz. Tarifgebunden sind die Mitglieder der Tarifvertragsparteien und der Arbeitgeber, der selbst Partei des Tarifvertrags ist. Also Mitglied muss man sein der Tarifvertragspartei. Tarifvertragspartei ist auf Arbeitnehmerseite die Gewerkschaft und auf Arbeitgeberseite die Innung. Beziehungsweise es kann natürlich auch ein Arbeitgeber einen Haustarifvertrag schließen, dann ist er selbst Partei. Siemens zum Beispiel schließt Siemens AG selbst mit den Arbeitnehmerverbänden, also die Gewerkschaften, dann einen Haustarifvertrag. Ja, das war der Grundsatz. Nun gibt es aber drei Ausnahmen, wenn ein Tarifvertrag trotzdem gilt. Das schauen wir uns mal an. Erste ist, er ist allgemeinverbindlich. Können Sie die Liste anschauen vom Arbeitsministerium, Bundesarbeitsministerium. Können Sie gucken, welche allgemeinverbindlich sind. Sind immer so um die 500. Insgesamt haben wir fast, also das schwankt immer so ein bisschen, 50, 60, 70, bis zu 70.000 Tarifverträge können wir haben in Deutschland. Woran liegt das? Naja, die Branche hat was. Manche sind nur regional für bestimmte Bereiche tätig. Gültig. Manche haben wir für Lohn, da stehen nur Lohnfragen drin, manche sind nur Kündigungsfristen und der Rahmen sozusagen des Arbeitsverhältnisses drin. Deswegen haben wir so viele Tarifverträge. Wenn ein Tarifvertrag für allgemeinverbindlich erklärt ist, dann heißt das meistens, er ist so wichtig, dass über 50% der Arbeitnehmer dort Mitglied sind und man will es den anderen 50 auch ermöglichen, dass das alles gilt und ein Ausschuss, der beim Arbeitsministerium angesiedelt ist und das Arbeitgebern, Gewerkschaften und Arbeitnehmern, also Arbeitnehmervertretern und Arbeitgebervertretern bestückt ist, der sagt dann, der Tarifvertrag ist so wichtig und der wird dann sozusagen auf Gesetzesebene angehoben. Gibt immer so 400 bis 500. Man kann natürlich auch im Arbeitsvertrag reinschreiben, wir sind zwar nicht in der Gewerkschaft, du bist nicht in der Gewerkschaft, was sie meistens zwar nicht wissen, aber der Arbeitgeber schreibt meistens rein, okay, wir sind auch wenn wir nicht in einem Arbeitgeberverband sind, es gilt der Tarifvertrag trotzdem. Das ist eine sogenannte Bezugnahmeklausel. Und dann haben wir noch eine dritte Ausnahme, und zwar, wenn schon Sie sich lange
an einen Tarifvertrag halten, dann haben wir eine betriebliche Übung. Wenn Sie schon über 3 Jahre immer das tarifliche Weihnachtsgeld bezahlen, dann ist das auch im 4., 5., 6. Jahr da, weil Sie haben nämlich eine betriebliche Übung. Gut, der tarifgebundene Arbeitnehmer kann von dem tarifgebundenen Arbeitgeber die tariflichen Leistungen verlangen, aber nur, wenn sie eine Bindung haben. Was ist denn jetzt mit den Nicht-Organisierten, die nicht in der Gewerkschaft sind, die Arbeitnehmer? Da hatten wir ja so einen Fall. Und grundsätzlich gilt das dann nicht. Also grundsätzlich, wenn sie nicht organisiert sind, haben keinen Anspruch, da sie nicht Mitglied sind. Und wir sprechen gleich nochmal drüber. Führt allerdings dann natürlich dazu, dass wenn einer nur eine Gewerkschaft ist in ihrem Betrieb, der kriegt dann plötzlich tarifvertragliche Rechte und die anderen Arbeitnehmer nicht, da sind die sauer und dann treten alle in die Gewerkschaft ein. Die überlegen sich einfach, was kostet ein Gewerkschaftsbeitritt. Gucken wir uns gleich nochmal an. Betriebsvereinbarungen und Tarifverträge gelten nach Ablauf ihrer Geltungsdauer auch weiter, bis sie durch eine andere Abmachung ersetzt werden. Und damit will man einfach den Druck aufrechterhalten, dass weiter verhandelt wird. Und das heißt, wenn bis das Lohnniveau dort festgelegt worden ist oder der Urlaubsdauer ist dort festgelegt und der steigt dann zwar nicht weiter, aber es gibt manchmal in manchen Branchen so Tarifverträge, so schon 20 Jahre ausgelaufen, gilt nur heute noch, weil man sich nicht neu hat entscheiden können. In neuerer Zeit gab es immer mal so auch so Sachen, man will den Tarifvertrag nicht. Ne? Es gibt so eine Tendenz hin, dass man alles einzeln verhandelt mit den Arbeitnehmern. Und da gibt es eben diesen OT-Mitgliedschaft. Also ohne Tarifvertrag kann man auch im Arbeitgeberverband Mitglied sein. Die Bedeutung von Tarifverträgen ist in den letzten Jahren zurückgegangen. Also Mitgliederzahlen gehen zurück in den Gewerkschaften, in den Arbeitgeberverbänden. Es gibt weniger Tarifabschlüsse. Ne? Das hängt von den Kosten der Mitgliedsbeiträge ab auch. Das heißt, zum Beispiel bei den Arbeitgebern habe ich immer eine Rechnung drin. Und natürlich auch bei den Arbeitnehmern kostet das auch was. Ich hatte hier mal eine Beitragstabelle zum Beispiel vom BAT noch. Das wurde dann also hier, je nachdem, wenn Sie Senioren sind oder wie welche Vergütungsgruppe Sie sind, hier, ne, haben wir dann verschiedene Monatsbeiträge. Das mochten manche natürlich. Aber zum Beispiel auch Studierende konnten damals Mitglied sein für 4 €. Also das führt ein bisschen dazu, dass der Tarifvertrag ein bisschen zurückgedrängt ist. Aber er ist wichtig für die Rechtssicherheit, weil er führt natürlich die allgemeinen Arbeitsgesetze noch weiter aus. Man kann Lobbyarbeit und Beratung durch die Verbände bekommen. Das heißt, man weiß auch genau, was wäre jetzt gut in unserer Branche. Aus Arbeitgebersicht verhindert er natürlich die Verhandlungen mit auf Betriebsebene. Muss man nicht mit dem Betriebsrat alles besprechen. Aus Arbeitgesicht verhindert man auch ein bisschen die Gewerkschaften im Betrieb, weil dann kommt die Gewerkschaft nicht in den Betrieb und will dann dort irgendwelche Vereinbarungen mit einem schließen. Manche Betriebsratsmitglieder sind nämlich auch Gewerkschaftsmitglieder. Und so kann man immer sagen, nee, ist alles im Tarifvertrag geregelt, bitte wende dich bitte an den Arbeitgeberverband. Aus Arbeitgebersicht verhindert man auch Wettbewerbsverzerrungen durch ungleiche Arbeitsbedingungen unter den Mitbewerbern. Kommen wir nochmal kurz zum Streik. Recht. Sie haben tatsächlich ein Streikrecht, das ist aber im Wesentlichen alles durch gerichtliche Urteile näher ausgeführt, weil es gibt nicht so richtig was im Tarifvertragsgesetz. Also Vorschriften finden sich dazu nicht. Also zum Beispiel so Flashmob-Aktionen, da hat man also ganz schnell mal einen Streik aufgebracht und dann nur 3 Personen haben hier einen Streikaufruf gemacht und so. Das ist natürlich deshalb, weil alle, die streiken, arbeiten nicht und kriegen dann aber Streikgeld aus der Streikkasse, sind Gewerkschaftsmitglied. Und das Lohn kriegen sie nicht, aber sie kriegen dann Lohnersatz sozusagen von den Gewerkschaften. Wenn jetzt zu viele streiken, sind die Gewerkschaften natürlich sofort alle pleite, weil die Streikkasse aus den Mitgliedsbeiträgen dann leer ist. Deswegen macht man gerne mal so Flashmob-Sachen, das heißt so ganz schnell mal was und versucht dann dadurch den Arbeitgeber dazu bewegen, einen besseren Tarifvertrag abzuschließen. Da wird auch immer wieder geguckt, ob sowas zulässig ist und ob hier tatsächlich der eingerichtete, der ausgeübte Gewerbebetrieb des Arbeitgebers hier beeinträchtigt ist und dann ein unrechtmäßiger Streik da war. Gut, Tarifverträge finden Sie ansonsten natürlich bei den Verbänden und natürlich auch bei den Juristen, die sowas auch mal herstellen. Die entwerfen das, aber grundsätzlich müssen Sie meistens Mitglied sein. Ne? Deswegen findet man nicht so viel im Internet. Ja, kommen wir zur Lösung des Ausgangsfalls. Dort wollte jemand wissen, wie man mit Tarifverträgen umgeht. Das Tarifvertragsgesetz regelt das also. Sie müssen Mitglied sein in den entsprechenden Verbänden und können auch hier Tarifverträge mit unterschiedlichen Inhalten, auch unterschiedlichen Laufzeiten vereinbaren. Zum Beispiel, wenn Sie Ihre Preise nicht so lange kalkulieren, machen Sie den Lohntarifvertrag
raus aus dem Rahmentarifvertrag. Kündigungsfristen und Urlaubshöhe können gleich bleiben. Aber wir machen dann nochmal einen Lohntarifvertrag, der ist dann alle 2 Jahre neu zu verhandeln. Während die Kündigungsfristen können dann schon mal 10 Jahre laufen. Tarifverträge gelten nur für solche Arbeitsverhältnisse, wo sie Mitglied sind, beide Seiten, also beidseitiges Verbrechen. Und da gibt es aber auch noch Ausnahmen davon. Genau. Es kann also sozusagen auch zu einer Zweiklassengesellschaft im Betrieb führen, weil wenn die im Betrieb organisierten und die nicht organisierten. Ein Austritt aus dem Verband führt einfach nur dazu, dass der Tarifvertrag dann weiter gilt, in dem Maße, wie er gerade bei ihrem Austritt war, also Arbeitgeber alle austreten, das wirkt nicht, führt nicht dazu. Tarifverträge sind im Internet sehr selten zu finden, weil eben nur die zahlenden Mitglieder, an die wird das nur herausgegeben. Gut, damit haben wir sozusagen die wichtigsten Merkmale des Tarifvertrages zusammengefasst. Hier lesen Sie sie nochmal. Und Tarifverträge haben, wie gesagt, eine nachlassende Bedeutung, aber sind durchaus immer noch da. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und weiter geht's zum nächsten Video.